Hallo, hier ist Angelika. Willkommen zu diesem Video. Ich nähe mir heute ein T-Shirt, ein A-Linien-Shirt. Ich mache das aus diesem grünen Jersey. Wie ich den und wo ich den gekauft habe und warum ich den gekauft habe, das seht ihr in einem früheren Video. Der Link dazu ist unten in der Infobox oder hier oben. So. Mein Schnittmuster bewahre ich übrigens ganz gerne in Briefumschlägen auf. Dieses Schnittmuster besteht aus einem Vorder- bzw. Hinterteil. Der Unterschied besteht nur im Halsausschnitt. Das ist die Halsblende. Und dann gibt es noch einen Ärmel. So ist es der kurze Ärmel. Und so ist es der lange Ärmel. Dieses Schnittmuster haben wir auch in einem früheren Video gemacht. Der Link dazu ebenfalls unten in der Infobox oder jetzt hier oben. Ich habe hier die Nähte knappkantig abgeschnitten. Der Stoff hat nun diese Form. Und ringsherum habe ich das Gummi abgeschnitten, ebenfalls knappkantig. Und wer das jetzt hier schon wieder klaut, ist meine Katze Salome. Ich habe den Stoff der Länge nach auf die Hälfte gefaltet, er liegt jetzt also doppelt und ich habe meine Papierschnitte darauf gelegt. Jetzt könnt ihr sehen, wie ich das zuschneiden werde. Ihr seht, es reicht und es bleibt sogar noch Stoff übrig für das nächste Projekt. Ich habe ein Schnittmuster mit Stecknadeln auf den doppelten Stoff gesteckt und nun kann ich direkt am Papier entlang ausschneiden, denn mein Schnittmuster enthält 1 cm Nahtzugabe und 2 cm Zugabe an den Säumen. Wenn ihr ein gekauftes Schnittmuster habt, müsst ihr beachten, dass das in der Regel nicht zugegeben ist, die Nahtzugabe, und müsst es entsprechend noch zugeben. Ich habe das nun ringsherum zugeschnitten mit dem hinteren Halsausschnitt. Jetzt mache ich das Papier auf die Seite, nehme eine Lage Stoff auf die Seite, das ist mein Rückenteil. Die zweite Lage falte ich auf die Hälfte. Dann lege ich meinen Papierschnitt wieder darauf. Und nun falte ich den rückwärtigen Halsausschnitt auf die Seite. Was ihr jetzt seht, ist der vordere Halsausschnitt. Und den kann ich nun einfach noch ausschneiden. Und so habe ich dann ein Vorderteil und ein Rückenteil in einem zugeschnitten. Bevor ich irgendetwas zusammennähe, bügle ich an Vorder- und Rückenteil sowie an den Ärmeln meinen Saum von 2 cm um. Das geht jetzt einfach leichter, als wenn ich das nachher zusammengenäht habe. Wichtig dabei ist, das Bügeleisen nur aufzusetzen und nicht hin und her zu schieben, dann verzieht sich am Stoff auch nichts. Ich nähe nun zuerst die Schulternähte. Das ist mein Rückenteil und das ist mein Vorderteil. Die lege ich rechts aufeinander und stecke mit ein paar Stecknadeln die Schulternähte zusammen. Dann wird das mit einem elastischen Geradstich gesteppt. Wer an seiner Maschine keine elastischen Stiche hat, verwendet einen schmal eingestellten Zickzackstich, das geht auch. Wichtig ist, eine Jersey-Nadel, genannt auch Ballpoint-Nadel, zu verwenden. Da ist die Spitze vorne abgerundet und die soll keine Löcher in den Stoff stechen. Bevor ich die erste Naht nähe, mache ich auf einem Stoffrest eine Probenaht und überprüfe, ob die Fadenspannung richtig eingestellt ist. Dann nähe ich auf diesem Stoffrest 3 bis 4 Stiche und gehe direkt in meine Schulternaht über. Das dient dem Zweck, saubere Nahtanfänge zu bekommen. Da habe ich früher schon einmal ein Video gemacht. Der Link ist unten in der Infobox oder jetzt hier oben. Den Stoffrest kann man danach ganz einfach abschneiden. Danach die Schulternähte ausbügeln,
das Bügeleisen wieder nur aufsetzen, nicht hin und her schieben. Als nächstes wird der Halsausschnitt verstürzt. Dazu falte ich das Teil der Länge nach auf die Hälfte, lege die Schulternähte genau aufeinander und markiere mir die vordere und die hintere Mitte mit einer Stecknadel. Das ist der Halsbeleg, der ist ebenfalls im Stoffbruch zugeschnitten. Ich mache das Papier weg und markiere hier ebenfalls die vordere Mitte. Danach markiere ich mir noch die Schulternähte jeweils mit einer Stecknadel. Nun wird der Beleg rechts auf das Teil aufgesteckt und jeweils an den markierten Stellen genau aufeinander gebracht. Vordere Mitte, hintere Mitte und Schulternähte. An den Schulternähten achte ich darauf, dass ich die Nahtzugaben feststecke, damit die sich beim Nähen später nicht aus Versehen umlegen. Ich habe vergessen, den Beleg an der hinteren Mitte zusammenzusteppen. Das hole ich jetzt nach. Die Naht wird mit den Fingern ein bisschen ausgestrichen, dann auf die hintere Mitte gebracht und der Beleg ringsherum festgesteckt. Danach wird mit dem elastischen Geradstich die Blende an das Oberteil angesteppt. Nach dem Steppen sieht das jetzt so aus. Jetzt streiche ich diese Naht mit den Fingern wieder ein bisschen auseinander. Bügeln wäre hier nicht angebracht, denn da würde man mehr Falten hineinbügeln, als man Gutes täte. Dann wird die Nahtzugabe an den Innenkurven eingeschnitten. Aber auf gar keinen Fall darf die Naht beschädigt werden. Nun wird die Blende auf die linke Seite umgelegt und ringsherum festgesteckt. Und zwar so, dass sie von außen nicht mehr zu sehen ist. Besonderen Wert lege ich dabei wieder auf die Nahtzugaben, dass die glatt liegen und sich nicht aus Versehen irgendwo umschlagen. Wenn sich die Blende nicht gut umlegen lässt, muss man die Schnitte noch ein klein bisschen vertiefen. Wenn alles ringsherum festgesteckt ist, wird es wieder mit einem Geradstich abgesteppt. Nach dem Absteppen sieht das so aus, von rechts und hier von links. Als nächstes wird der Ärmel eingesetzt. Dazu falte ich das Teil auseinander. Den Ärmel falte ich der Länge nach auf die Hälfte und markiere die Mitte mit einer Stecknadel. Dann kommt der Ärmel rechts auf das Oberteil, dabei liegt die markierte Mitte genau auf der Schulternaht. Auch hier achte ich wieder besonders darauf, dass ich die Nahtzugaben feststecke. Dann beginne ich an der Achsel den gesamten Ärmel festzustecken.
In diesem oberen Teil hier ist das immer ein bisschen knifflig, denn man hat immer das Gefühl, der Ärmel hat zu viel Stoff. Das liegt aber daran, dass das eine Kugel ist und der Stoff ist nur ganz am Rand der Nahtzugabe zu viel. Wir nähen ja jedoch 1 Zentimeter weiter innen und da passt das dann. Wichtig ist es nur, beim Nähen darauf zu achten, dass man keine Falten näht. Ich stecke jetzt die zweite Hälfte dieses Ärmels auch noch fest und nähe ihn dann mit einem elastischen Geradstich. Mit dem zweiten Ärmel verfahre ich genauso. Ich habe die Nähte gesteppt und beide Nahtzugaben in den Ärmel hineingebügelt. Als nächstes wird die Ärmel- und Seitennaht in einem geschlossen. Ich lege mein T-Shirt rechts aufeinander und beginne an der Ärmelnaht. Ich bringe genau die Naht aufeinander, stecke die Nahtzugabe einmal nach rechts und einmal nach links, einfach damit das beim Nähen nicht so dick wird. Dann beginne ich am Ärmelsaum, den Ärmel aufeinander zu stecken. Wichtig dabei, die zuvor umgebügelte Saumkante wird wieder aufgeklappt. Jersey hat die lästige Angewohnheit, sich manchmal zu rollen. Je mehr er sich rollt, desto mehr Stecknadeln müsst ihr einstecken. Die halten das in Form. Jetzt beginne ich an der unteren Saumkante des T-Shirts, falte auch hier die umgebügelte Kante auf und stecke beide Teile mit Stecknadeln zusammen und arbeite mich so wieder bis zur Achsel hoch. Auch diese Naht wird mit einem elastischen Geradstich gesteppt. Danach wird die Naht flach ausgebügelt. Jetzt muss nur noch der Saum genäht werden. Das ist recht einfach, denn die Kante ist ja schon umgebügelt. Sie muss nur noch einmal nach innen umgelegt werden und festgesteckt werden. Das mache ich ringsrum mit dem unteren Saum und mit den beiden Ärmelsäumen. Genäht werden die Säume mit einem elastischen Geradstich von der rechten Seite, aber so, dass ich innen nähe. Das heißt, das, was ich gerade nicht nähe, ist oben. So kann ich nie etwas aus Versehen mitfassen, was ich nicht mitfassen möchte. Und so sieht nun das fertige Shirt aus. Die Nahtzugaben meiner Seitennähte habe ich übrigens nicht versäubert, das mache ich nie bei Jersey, denn das franzt nicht. Ich werde euch gleich noch zeigen, wie das Shirt in angezogenem Zustand aussieht. So sieht übrigens mein Stoffrest aus, den ich benutzt habe, um die sauberen Nahtanfänge zu bekommen. Hier seht ihr nun also mein erstes A-Linien-Shirt. Ich danke euch für euer Interesse. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Eure Angelika. Tschüss!